freue mich, dass du Ja, da bist. ich freue mich auch sehr. Ja, es ist einfach schön, auch aktuell. Ich mache ja auch gerade wieder viele Podcasts und es ist einfach schön, wieder einzusteigen in alles allgemein. Ja. Ja. Ja, heute ist Francesca zu Gast und Francesca ist alleinerziehende Mami, gleichzeitig aber auch Businessfrau und ja, mit ganz, ganz vielen Facetten und ein ganz, ganz toller Mensch auch. Hat auch eine ganz, ganz tolle eigene Geschichte, die sie mitbringt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Es gibt so viele Dinge, so viele Themen, über die ich mit dir reden könnte, weil du machst ja in deinem Business geht es viel um Weiblichkeit und auch um die Heilung von gewissen ja, sexuellen Traumata und alles, was so mit der Schoßraumheilung so zu tun hat. Und das ist ein Thema, wo ich auch mal wahnsinnig gerne drüber mit dir reden würde. Aber du bist auch alleinerziehende Mami und du bist vor kurzem erst ausgewandert sozusagen nach Portugal gegangen und hast ein eigenes Business. Und ich glaube, das ist so heute das, worüber ich sehr gerne mit dir reden möchte, weil du hast dafür meinen vollsten Respekt auch. Also es ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, dass es gibt ganz, ganz viel Mehrwert für andere Mamis, die sich in der gleichen Situation befinden, weil du einfach gerade, du bist alleinerziehend und du folgst trotzdem so deinen Träumen und dem, was dich ruft. Und das ist eine große Inspiration, Ja. glaube ich, für viele. Dankeschön. Ja, ich höre das tatsächlich öfter. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt gut ist. Perfekt. Ja, also erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so sehr, auch bei anderen Leuten sprechen zu dürfen und nicht nur in meinem eigenen Podcast. Und ja, also ich höre das momentan öfter. Für mich ist das mittlerweile schon so normal, dass ich das jetzt halt einfach gemacht habe. Und ich war eben, ja, speziell in meiner Schwangerschaft habe ich die Entscheidung für mich getroffen, dass ich nur noch meinem Herzen folge, egal wie viel Angst ich habe, weil ich in der Vergangenheit die Sicherheit gewählt habe. Und nicht immer, aber manchmal. Und dann hat mir das Leben eben auf eine sehr deutliche Art und Weise gezeigt, dass es einfach keinen Sinn für mich macht. Und ja, ich bin alleinerziehend von Beginn an. Also ich werde 29 dieses Jahr. Mein Sohn ist jetzt, der wird jetzt 15 Monate alt. Und ja, das war eben so eine Story. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich wollte unbedingt Mama werden. Es wurde auch alles kommuniziert und es ist viel früher passiert, als ich dachte oder als ich erwartet hätte. Und dann ist aber eben die Beziehung zu Ende gegangen. Und für mich war das aber klar. Ich habe danach erfahren, dass ich schwanger bin, ein paar Wochen später. Und für mich war das einfach klar, dass ich jetzt Mama werde. Und somit war ich von Beginn an allein, weil sein Papa, also ich habe einen Sohn, weil sein Papa sich dazu entschieden hat, kein Teil von unserem Leben zu sein. Und es war auch nicht immer leicht, das alles alleine zu machen. Ich bin sehr gesegnet mit einer gesunden, also ja, mit einer gesunden Familie, die mich einfach unterstützt. Und auch mit ganz, ganz tollen Freunden. Und trotzdem, du weißt, du bist selbst Mama, du weißt, wie das ist. Am Ende des Tages, in der Nacht, bist es doch du, diejenige, die aufstehen darf und durch all diese Phasen gehen darf. Und es war auch ziemlich hart, aber es hat auch Vorteile und wunderschöne Vorteile, weil ich zum Beispiel die Entscheidung treffen konnte, ins Ausland zu gehen, ohne jemanden mit einbeziehen zu müssen. Und ich hatte vor, jetzt haben wir Juli, ich war schon im November, Dezember 2024, bin ich wieder jeden Morgen aufgewacht mit dem Gefühl, boah, krass, ich glaube, es wird Zeit zu gehen, es wird Zeit, Deutschland zu verlassen. Und ich konnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen, weil es einfach nicht greifbar war. Und dann ich alleine mit einem kleinen Baby, zu der Zeit war ja noch kein Jahr alt. Und dann habe ich mir aber gedacht, hey, natürlich, Möglichkeiten sind da, ich darf es einfach nur gut durchplanen. Und dann bin ich meiner Intuition gefolgt. Ich habe meine Wohnung gekündigt und dann habe ich geschaut, wo will ich hin, was will ich machen. Und dann habe ich meinen Weg hier hergefunden, nach Portugal.
Also ich bin hier eher im Norden Portugals, in den Bergen, in einer ganz, ganz tollen spirituellen Community. Und wir sind hier angekommen Ende April. Und jetzt, ich glaube, nach 2 Wochen habe ich mich dazu entschieden, dass ich hier leben werde. So, und here we go. Und was ich auch noch mit einbringen möchte, eine Sache, was mir jeden einzelnen Tag zeigt, wie richtig diese Entscheidung war. Mein Sohn war wirklich sehr, sehr attached to me. Ich spreche gerade viel Englisch, deswegen fällt es mir manchmal schwierig, die deutschen Wörter zu finden. Ja, ich. Also er, ja, er Ja. war einfach so an mir dran. Er hat einfach auf mir gelebt. Und innerhalb von 2 Wochen in dieser Community hat sich seine ganze Persönlichkeit verändert. Es hat sich alles verändert. Er wurde so offen und er war so bereit, die Welt zu entdecken. Ich meine, er war dann auch eins. So, wenn die Kinder dann eins werden, vieles verändert sich. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass er frühestens mit 2 oder 3 bereit sein wird, in den Kindergarten zu gehen. Und gerade mal nach 5 Wochen, 5 Wochen, nachdem ich hier angekommen bin, ja, hat er quasi das Schulprogramm angefangen und er ist jetzt jeden Morgen im Kindergarten und es gibt mir gerade so viel Freiheit und somit konnte ich auch wieder anfangen zu arbeiten, also richtig zu arbeiten, weil ich immer nur dann gearbeitet habe und das ist auch das Stichwort Business. Ich habe immer nur dann gearbeitet, wenn er geschlafen hat, weil Babysitting war bis zu einem gewissen Zeitpunkt unmöglich mit ihm. Er wollte einfach nur mich. Und so war eben mein Alltag. Wenn mein Sohn geschlafen hat, habe ich gearbeitet. Ich hatte im Endeffekt keine Freizeit. Und jetzt gucke ich mir einfach an. Ich bin jetzt ungefähr, ich glaube, 10 Wochen hier. Gerade mal 10 Wochen. Mein Sohn hat eine neue Persönlichkeit entwickelt. Ich konnte mich wieder für bestimmte Dinge in meinem Leben öffnen. Ich kann wieder arbeiten. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, mir geht es einfach so gut. Und ja, deswegen, ich teile das so im Detail mit jeder Person, die zuhört, weil diese großen Entscheidungen im Leben, die werden einfach alles verändern. Und ich hatte Angst und ich hatte Panikattacken und alles drum und dran. Und ich wollte bestimmt 100 Mal die Entscheidung treffen, doch in Deutschland eine andere Wohnung zu suchen und einfach weiterzumachen. Und ich bin gegangen. Ja. Es ist sehr schön, es ist sehr inspirierend zu hören. Auch für Ja. mich, weil ich habe auch so ein ganz, ganz tiefes inneres Calling. Vielleicht nicht ganz, also ich bin ja schon mal ausgewandert, wo ich 18 war, in die Schweiz, ja, von Deutschland in die Schweiz damals. Und habe meine ganze Familie damals zurückgelassen, wusste noch gar nicht, wer ich bin. Das war damals echt eine Herausforderung. Und es gab Momente, wo ich gedacht habe, ich gehe wieder zurück, weil ich auch in einer sehr Ja. toxischen Beziehung in der Zeit war. Und jetzt bin ich schon über 10 Jahre in der Schweiz, bin jetzt 30, also 12 Jahre sind es jetzt. Und aber ich spüre auch gerade so ein ganz, ganz tiefes Calling, zumindest mal wieder lang reisen zu gehen. Also jetzt wirklich mal so diese Weltreise in Anspruch zu nehmen. Ich bin ja öfter mal dort gewesen und ich habe viel, viel gesehen von der Welt, aber es waren immer nur so in so Blöcken. Ja, und die Blöcke waren Ja. recht kurz. Es war vielleicht 1 Monat, mal 6 Wochen und so. Und jetzt habe ich dieses Calling, einfach wirklich auch länger mal wegzugehen. Und ich finde es gerade sehr, sehr inspirierend. Bei uns ist es einfach so, wie du schon sagst, so alleinerziehend, das hat mit Sicherheit sehr viele Nachteile, aber gerade in solchen Entscheidungen, vor allem weil du ja auch, bei euch ist es ja auch so, dass ich glaube, der Vater nicht so großes, also du kriegst nicht groß finanzielle Unterstützung, gell? Und auch so habt ihr jetzt kein Kein Reglement. Wie. Nix, kein Cent. Genau, und das ist natürlich schwierig. Das macht für eine Mutter, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Andererseits kannst du dann natürlich aber für dich einfach Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, du wanderst jetzt aus, was Ja. natürlich einfach sehr, sehr schön ist. Und bei uns ist einfach gerade so, eben, wir sind ein Paar, wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen. Aber ich finde es gerade sehr, sehr inspirierend. Vor allem, weil du ja auch sagst, damit ist einfach viel Angst verknüpft. Ja. Ja. Auch jetzt zur Zeit. Also, ich weiß, mir geht es hier gut und ich bin hier sicher und ich kann immer für mich selbst sorgen, weil bevor ich schwanger geworden bin, habe ich eine ganze Firma in Österreich geleitet. Und übrigens, ich hatte das auch schon mal. Ich bin mit Anfang 20 nach Österreich gegangen. Und es war nur Österreich und trotzdem ist es ein anderes Land. Ich wurde Ja. konfrontiert mit dem typischen. Mit dieser typischen Ablehnung, den die Österreicher gegen die Deutschen einfach haben.
Es ist einfach so. Und ich habe das sehr zu spüren gekriegt damals und ich wusste auch noch nicht, wer ich bin. Und ich bin dann auch zurückgegangen. Also ich bin zurückgegangen nach Deutschland. Und deswegen, ich hatte das schon mal und ich habe damals wirklich gedacht, okay, nee, Deutschland ist mein Zuhause und ich werde hier für immer leben. Und ich war fest davon überzeugt, weil in Österreich hat es halt nicht geklappt. Und dann hat sich aber eben wieder gewandelt, weil ich gemerkt habe, okay, nee, es wird Zeit, ein anderes Land zu er erforschen. Und wenn ich dann hier lebe, kann ich wirklich die Zeit finden, um Portugal ganz kennenzulernen. Und jetzt ist es gerade so, ich in Deutschland habe ich ein ganzes Jahr den Support bekommen vom Staat. Ja, und jetzt bin ich hier und habe diesen Support nicht mehr und darf eben. Und es ist so krass, dass dieses Thema hochkommt, weil jetzt war gerade dieser Vollmond in Steinbock und der Steinbock hat also allgemein dieses Geldthema und Stabilität und alles drum und dran. Und ich bin so tief da reingefallen, weil ich jetzt gerade zum ersten Mal seit Jahren nicht finanziell stabil bin. Und ja, ich habe meine Selbstständigkeit, ich weiß, wie man Geld verdient und alles drum und dran. Und trotzdem kommt dieses Thema hoch. Trotzdem funktionieren gerade bestimmte Dinge nicht, weil es mir etwas ganz Tiefsitzendes aufzeigt. Und ich einfach erkennen darf, okay, boah, ich darf da immer noch dran arbeiten und ich darf jetzt herausfinden, warum es sich wieder zeigt und woran ich gerade noch festhalte, dass ich das Geld gerade nicht einlade in mein Leben. Weil das ist es nämlich. Ich spüre das, ich weiß es, ich bin nicht bereit, dieses Geld wieder in dieser Fülle, Hülle und Fülle in mein Leben zu lassen. Und ich bin gerade auf dem Weg zu gucken, okay, woran halte ich mich eigentlich fest? Ja. Und das ist verbunden mit sehr großen Ängsten, weil ich eben nicht mehr alleine bin. Ja. Es ist sehr intensiv. Das ist so, ich Ja. habe gerade Gänsehaut, was du gesagt hast, auch wo du gesagt hast, jetzt war Vollmond vor, was gestern oder vorgestern? Tagen, Vorgestern, vorgestern, zwei. geil, die Nacht. Und du hast gesagt, im Steinbock und das kommt das Geldthema. Das ist gerade, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil mein Freund hatte gestern erst ein Geschäftsessen, wo sich finanziell Dinge ergeben haben, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und wo du das jetzt gerade sagst, so eine Nacht nach dem Vollmond. Und ich finde es so schön, dass du das so offen und vulnerabel hier teilst. Weil mit diesem Thema, auch mit diesem Geldthema, gerade wenn man so ein eigenes Business auch hat, ist auch, habe ich das Gefühl, zumindest bei mir, ganz viel Scham verbunden, wenn es halt, wenn Dinge nicht irgendwie so laufen, wie sie sollten. Und wir sind so in dieser Rolle als Coach. Und dann, ich merke dann, bei mir ist da so Scham. Also ich merke so, okay, ich sollte eigentlich in Fülle leben. Und dann kommen da Ängste finanziell, die auch transgenerational ganz viel bedingt sind bei mir. Aber bei mir ist das ganz viel verknüpft mit Scham und ich finde es gerade sehr, sehr wertvoll, dass du das so offen teilst. Vielen Für mich Dank. ist es mit Scham, weil ich in der Vergangenheit immer erfolgreich war, egal was ich angefasst habe, es wurde zu Gold. Es war einfach so, weil ich weiß einfach, wie ich die Energie lenken kann in meinem Business und allgemein, was ich zu tun habe, welche Knöpfe ich zu drücken habe. Aber Fakt ist auch, dass die Zeiten sich gerade ändern und dieser Online-Markt. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die rasieren jeden Tag und es funktioniert bei denen, aber bei mir funktioniert es gerade nicht mehr, wie es früher funktioniert hat. Und ich darf neue Wege finden, Geld zu kultivieren. Und es ergibt sich tatsächlich auch gerade schon, weil in dem Moment, in dem ich mir eingestanden habe, mit wie viel Scham das auch verbunden sein kann, zu sagen, boah, krass, ich bin Mentorin für Weiblichkeit und Spiritualität. Früher habe ich Five Figure verdient und jetzt gerade kratze ich an ein paar Euros rum. Das ist was Großes und das schafft aber den Raum, neu zu kreieren, weil ich jetzt gerade und es kommt jeden Tag wieder was Neues zu mir, offline, vor allem offline und ich wollte das wieder mehr machen und dann kommt auch die Inspiration für alles, was ich online mache und weil du gerade gesagt hast, dass dein Freund dieses Geschäftsessen hatte, ist es so verrückt, weil gerade bevor unser Termin gestartet hat, saß ich unten mit ja, einer Mentorin, die mir gerade die Meditation auf andere Art und Weise lehrt. Und dann hat sie mich angesprochen, sie würde gern mit mir reden, weil ich schon angefangen habe, hier für die Community zu arbeiten, dass ich hier gratis leben kann und essen kann.
Ja, also das mache ich gerade, aber weil ich es von Herzen möchte. Ich wollte nämlich nie wieder für andere arbeiten. Ich habe immer gesagt, es interessiert mich nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich aber dieses Herzensprojekt gestartet, quasi for free, dass ich hier for free leben kann, was schon auch einige 100 € im Monat spart. Und dann kam sie eben hier und meinte, ja, ich möchte jetzt mit dir sprechen, weil ich mache dir ein Jobangebot, dass du für uns arbeitest gegen Bezahlung. Und es war für mich so krass, weil ich die letzten Tage so in diesem Thema drin war und ich mir gedacht habe, okay, ich will nicht für andere arbeiten. Gleichzeitig wäre es total schön, diese Stabilität zu haben, auch mit Krankenversicherung und Co. und dann in Portugal mich stabiler zu fühlen und dies und das. Und dann habe ich eben zu ihr gesagt, okay, ich möchte es jetzt bitte prozessieren. Und erstmal damit sitzen, weil ich gerade nicht, also ich will das auf jeden Fall machen, weil es ist auch eine wunderschöne Arbeit. Aber trotzdem bin ich immer noch in dieser Energie von, ich möchte nur für mich selbst arbeiten. Ich möchte nur meine eigenen Dinge kreieren. Ich möchte meine Energie für mich investieren. Und jetzt habe ich aber eben diese Situation, dass ich ein Kind habe, dass ich alleine bin, dass sein Vater nicht bezahlt. Also eines Tages wird er bezahlen. Ich bin auch, also ich lasse das nicht auf mir sitzen, by the way. Ich darf auch Geld dafür bezahlen, um einen Rechtsanwalt zu engagieren, der das jetzt gerade alles für uns löst, weil ich so nicht mit mir umgehen lasse. Und auch für meinen Sohn ist es super wichtig, dass ich dieses Recht einfordere, das uns einfach zusteht. Und trotzdem ist aber noch nichts geflossen. Und jetzt bin ich eben gerade in dieser Situation, wo ich so tief reinschauen darf, okay, was will ich wirklich? Mache ich das jetzt? Warum mache ich das? Ist es aus einem Mangel heraus? Oder treffe ich, auch wenn ich gerade dieses Geldthema habe, treffe ich diese Entscheidung wirklich aus tiefster Liebe zu diesem Ort, zu dieser Organisation heraus? Weil der Ort, an dem ich hier bin, das ist, vielleicht sagt es dem einen oder anderen von euch etwas. Das gehört zu Ananamaga, das ist eine spirituelle Organisation, die eben auch ganz viel mit Fundraising arbeiten und dann mit dem Gefängnis arbeiten, mit ehrenamtlichen Küchen und alles drum und dran. Und das Projektmanagement darf dann in Zukunft auch über mich laufen, wenn ich Schön. mich dafür entscheide. Ja, es ist so schön. Und da ist es eben gerade, bin ich gerade an dem Punkt, okay, was wähle ich jetzt? Ja, aber ich schauen wir mal. Ich habe meine Entscheidung noch nicht 100% getroffen. Es ist so Ja. spannend, dass du das sagst, weil ich bin ja auch, ich habe ja Lehramt studiert, also Pädagogik und Lehramt und in der Schweiz und das hat mir finanziell viele Türen damals eröffnet, weil tatsächlich ich das dann so machen konnte, das ist ein bisschen anders als in Deutschland, aber für alle, die das interessiert und wo das Mehrwert bietet, ich habe dann mich dazu entschlossen, keine Festanstellung anzunehmen nach dem Studium, sondern nur zu vikarisieren, sagt man dazu, also nur Stellvertretungen anzunehmen. Und das ist so, das habe ich im Kanton Zürich gemacht, dass ich komplett selber entscheiden konnte, wie viel arbeite ich, wann arbeite ich, wie viel Ferien mache ich. Also es lag, wo arbeite ich, das war komplett, wie viel will ich verdienen? Also wenn ich gesagt habe, okay, ich brauche diesen Monat 3.000, dann habe ich viel weniger Stunden gemacht. Ich habe auch einen recht hohen Stundenlohn gehabt. Dafür hat aber in den Ferien kein Geld bekommen. Es war dann auf Stundenlohn. Ja. Und wenn ich mal 6.000, 7.000 gebraucht habe, habe ich halt mehr gearbeitet. Und so habe ich mir auch meine Reise finanziert. Und es war aber, ich war aber auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ach, dieses Angestellten, also es ist immer noch ein Angestelltenverhältnis, auch wenn es mit ganz viel Freiheit einhergeht, aber ich möchte das nicht mehr, ich möchte selbstständig sein. Und dann war ich so an einem Punkt, dann habe ich das ja aufgebaut, auch wie, also gut, du hast es, glaube ich, schon vorher gehabt, aber ich habe das so in der Schwangerschaft angefangen, wirklich aufzubauen. Dann kam so die Mutterschaft, da habe ich mich auf mein, also diese 14 Wochen Mutterschaftsentschädigung in der Schweiz, sind das nur 14 Wochen, da habe ich mich dann auf mein Retreat fokussiert und danach war der Geldhahn zu. Ja, und Ja. ich hatte trotzdem Fixkosten von 3.000. Mein Freund war auch nicht in der Lage, das jetzt alles zu übernehmen damals. Und dann war ich halt so, okay, jetzt, und dann habe ich mich so gepusht in dieser Selbstständigkeit, dass das zwar schon ging, aber ich habe einfach gemerkt, wie Dinge anstrengend geworden sind, wie Dinge schwer geworden sind. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ob das der Sinn dahinter ist. Und also ich war wirklich ausgebrannt. Ich hatte für die Familie nur noch wenig Energie, dann die Nächte so als Mutter, das, also es ist einfach unglaublich, was das mit sich bringt. Dann war die Tagesmutter auch noch für 4 Monate nicht mehr da, weil sie selber ein Kind bekommen hat. Und dann hatte ich Kind und Business. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was,
vielleicht ist es okay, wenn ich einfach im Monat, sagen wir, 20 Lektionen in der Schule arbeiten gehe, um meine Fixkosten damit zu stemmen. Vielleicht ist es einfach okay. Und dann war da erstmal ein Riesenwiderstand. Ja, da war so, ich habe versagt, wenn ich das jetzt tue. Es ist so nach dem Motto, es gilt nur ganz oder gar nicht und ich habe versagt und das bedeutet das Ende für meine Selbstständigkeit und das bedeutet, ich bin nicht erfolgreich und so. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, nein, vielleicht ist es einfach okay, das andere mit Leichtigkeit daneben aufzubauen und zu sagen, hey, alles, was an Geld da reinkommt, damit kann ich vielleicht Kreditkartenrechnungen bezahlen, damit kann ich mir vielleicht was zurücklegen oder Investitionen tätigen oder für mich was Gutes tun. Vielleicht ist es okay, einfach mit ein bisschen weniger Druck ranzugehen. Und ich habe diese Möglichkeit, ich muss eben nicht fix zweimal die Woche irgendwo, sondern ich sage einfach, ich komme auf meine 20 Lektionen im Monat und dann habe ich das damit gestemmt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, es ist okay. Und seitdem ich mir das gesagt habe, bin ich das erste Mal in der Schule und ich habe das Gefühl, ich kann präsent sein und ich habe keinen Widerstand in meinem Nervensystem. Und es ist nicht dieses, oh, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein, sondern es ist einfach, ich habe das anerkannt als, es ist jetzt gerade einfach noch der Weg. Ich kann nicht einfach eine Abkürzung nehmen, so auf Deutsch gesagt, und schneller mich wohin pushen, wo ich vielleicht einfach noch gar nicht bestimmt bin zu sein. So, es war einfach, es ist einfach okay. Und vor allem, was ich dann auch bei mir selbst erkenne, und das ist echt deep, und es ist für mich auch was Großes, das jetzt so laut zu sagen. Ich sehe dann, wie ich mich selbst versuche zu labeln, dass das, was ich gelernt habe in der Vergangenheit, oder wenn ich in ein Angestelltenverhältnis gehe, dass das schlechter ist als Genau, das, was ich jetzt mache. ja. Und ich bin. Also es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil dein Job wird gebraucht, deine Präsenz wird gebraucht und es ist nicht schlecht. Und ich sehe das dann bei mir selbst, weil ich mir dann denke, ja, okay, dann arbeite ich wieder für andere. Und in Portugal, hier in der Region, wo ich bin, also früher, ich habe Five-Figure verdient und hier würde ich für den Anfang dreistellig im Monat verdienen, okay? Dreistellig. Und das ist für mich so, also damit. Ich mache halt zwei Einzelsessions und dann habe ich das Geld drin, so, ja. Das ist es nicht. Und es ist für mich ein ganz, ganz großer Schritt zu sagen, okay, aber was ist denn, wenn ich das einfach mal akzeptiere, dass das so wunderschön sein kann, gegen kleines Geld zu arbeiten, nicht unbedingt das große Geld gleich wieder zu jagen, weil ich habe den Raum gerade nicht. Primär bin ich Mutter. Primär wacht mein Sohn immer noch. Okay, im Schnitt, ich sage jetzt mal zweimal auf, aber manchmal öfter. Ja. Ich habe 4 Stunden, wo er im Kindergarten ist, 4 Stunden, da arbeite ich sowieso schon Vollgas. Und die restliche Zeit möchte ich ja als Frau und Mutter wirklich präsent im Leben sein und nicht mehr nur noch dem Geld nachjagen, weil das habe ich früher gemacht. Bevor ich schwanger geworden bin, habe ich in Österreich eine ganze Firma aufgebaut. Ich habe in meinem Job alleine die Arbeit von 6 Leuten gefühlt gemanagt und habe dann noch mein eigenes Ding aufgebaut. Und es ist okay, dass ich gerade jetzt nicht flüssig bin, weil ich bin alleine durch eine Schwangerschaft gegangen. Ich bin alleine durch das erste Lebensjahr meines Sohnes gegangen. Hier habe ich jetzt gerade ganz viel Support von der Community, was wirklich wunderschön ist. Also nicht nur, wenn er im Kindergarten ist, sondern allgemein spüre ich hier sehr viel Support. Und es braucht einfach ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ja. Und ich habe, das ist eben auch, was ich für mich gerade entdecken darf, dass wenn ich diese Stabilität von 9, 8, 900 Euro im Monat habe und es ist für mich gerade, ja, jetzt gerade viel Geld, dass ich das andere mit so viel Leichtigkeit wieder kreieren kann, weil ich einfach spüre, auch wenn ich liebe, was ich tue, auch wenn ich es wirklich von Herzen will, es ist nicht natürlich im Fluss, weil ich nicht komplett frei in meinem Mind bin, weil ich einen Druck habe, weil ich kreieren muss, um zu überleben. Und in dem Moment, in dem ich im Überleben bin, du weißt es, du bist Expertin, es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ist Ja. einfach auch schon, also das ist so wahr, was du da erzählst, was du sagst, weil eben, es geht ja auch darum, wenn man Geld generieren will, geht es ja auch darum, um Mehrwert zu schaffen. Und die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, okay, wie schaffe ich am meisten Mehrwert und nicht, wie
überlebe ich am besten? Also es ist halt so, das ist dann halt einfach aus dem Überlebensmodus raus, geht man halt in so eine Egozentriertheit so. Es geht um mich, es geht darum, wie ich jetzt viel Geld verdienen kann. Und das ist eine Energie, die du aussendest, die andere halt spüren. Und das ist ja auch gar nicht wertend gemeint, aber aus dieser Energie heraus ist es sehr schwierig, wirklich wahre Fülle zu kreieren. Weil man halt selber im Überlebensmodus ist. Und wenn einem das helfen kann, durch ein Angestelltenverhältnis oder dadurch für jemanden zu arbeiten, einfach mehr Sicherheit zu spüren, ja, und mehr Ruhe und geerdeter zu sein, dann kann man mit viel, viel mehr Leichtigkeit, glaube ich, auch langsam Step für Step kreieren. Und da ist es sowieso so wichtig, dass einfach Consistency is the key. So, es ist so wichtig, weil wir sind so jung und wir haben Zeit und manchmal haben wir so das Gefühl, okay, wir müssen jetzt einen Marathon rennen, aber es kommt auch alles zu seiner Zeit und da auch einfach wieder ins Vertrauen zu gehen. Das ist einfach, die ersten Jahre mit Baby sind halt wahnsinnig herausfordernd mit Kind und da stehen halt manche Dinge, fühlen sich halt dann vielleicht an, als würden sie stillstehen. Nicht nur im finanziellen Bereich, aber das ändert sich auch wieder und ich glaube, das ist ganz, ganz was Wichtiges, was man sich bewusst machen darf, ist, Dinge ändern sich und man darf sich Zeit geben und den Raum geben, jetzt erstmal sich die Sicherheit zu holen, neben durch zum Beispiel für jemand anders zu arbeiten. Und für jemanden anders zu arbeiten ist ja auch sowas, wenn wir als Coach arbeiten oder als Facilitator, arbeiten wir ja auch für andere, nur halt in einem anderen Rahmen. Also es ist auch Ja. so, wir dienen ja auch und es ist einfach nur eine andere Auffassung. Ja, und ja, ich glaube, dass das Thema viele, viele Coaches und Mentoren haben. Und da dürfen wir einfach ganz tief mit unserem eigenen Ego arbeiten. Ja, dass wir nicht denken, wir sind besser, weil wir Mentoren sind. Und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne, der therapeutisch arbeitet, durch diese Phase durchgeht. Ich bin da auch durchgegangen. Und ja, es ist einfach, und das durfte ich auch akzeptieren, manchmal ein jahrelanger Prozess, weil ich war in meiner Vergangenheit immer extrem schnell in allem, wie ich mein Business gemacht habe, wie ich durchs Leben gegangen bin. Ich habe Entscheidungen zack, zack getroffen, fertig aus und dann das nächste gejagt und weil ich einfach allgemein viel Feuer habe. Und jetzt durch meinen Sohn darf ich einfach lernen, diese Schönheit im Prozess wirklich in der Tiefe zu erkennen, dass es okay ist, wenn ich jetzt noch 2 Jahre locker easy gehe, wenn ich weniger Geld zur Verfügung habe, vielleicht auch weniger Freiheiten habe durch so wie es gerade ist. Wobei ich fühle mich jeden Tag so frei. Ich fühle mich so frei. Es ist so schön einfach. Aber ich glaube, im Grunde ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Und ja, auch, dass ich das einfach akzeptieren darf, dass ich jetzt die ganze Zeit alleine war. Jetzt fühle ich mich nicht mehr allein. Erstens mal, weil ich in einer Beziehung bin. Zweitens mal, weil ich die Community habe. Aber dass ich mache trotzdem das meiste aktuell immer noch allein, weil ich bin es gewohnt und es ist einfach gerade genau das Richtige so. Und dass ich das einfach akzeptieren darf, dass es so ist, wie es ist. Und das, was wir auch gerade eben gesagt haben, dieser Überlebensmodus, den ich jetzt 2 Jahre lang hatte, weil ich einfach alleine war, so selbstständig und unabhängig und glücklich ich auch bin. Ich hatte wirklich harte Momente und in der Schwangerschaft war es härter als in der Mutterschaft. Also alleinerziehende Mama zu sein ist einfacher als eine Schwangerschaft alleine zu machen. So war es für mich. Und in der Schwangerschaft durch das alles durchzugehen, ich habe in der Schwangerschaft meinen Job verloren, weil ich schwanger war. Und eben auch den Vater meines Kindes nicht an meiner Seite gehabt, der übrigens also überhaupt gar keine Rolle spielt. Er möchte nicht und ich akzeptiere das auch. Und ich bin in diesen Überlebensmodus gekommen. Ich habe gekämpft, ich bin teilweise weggerannt, teilweise habe ich mich einfach nur eingefroren gefühlt, also da war wirklich alles dabei. Und seitdem ich jetzt in der Community bin, spüre ich ganz langsam, wie mein System wieder umswitcht, weil ich weiß ja auch, wie es geht. Ich weiß ja, was zu tun ist, um mein Nervensystem zu regulieren, um diese Informationen aus meinem System rauszubringen. Und trotzdem braucht es einfach seine Zeit, um die letzten 2 Jahre zu integrieren, weil es ist ja auch aus einem Grund passiert, dass ich jetzt alleinerziehend bin, dass ich meinen Job damals verloren habe. Das war übrigens, weil ich nicht meinem Herzensweg gefolgt bin, sondern mich an der Sicherheit festgehalten habe. Aber das ist ein Thema für eine ganze Podcast-Folge.
Und das gibt es einfach gerade zu integrieren. Und es war für mich wirklich die beste Entscheidung, hierher zu kommen, um auch Abstand von meiner gewohnten Umgebung zu bekommen, um die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr diesen Traum habt vom Auswandern. Und ich hatte auch in Deutschland, ich könnte jetzt Leistungen beziehen in Deutschland. Ich könnte dort meine Familie an meiner Seite haben, meine Freunde und einfach auch mein gewohntes Umfeld, ne, der Ort, an dem ich gelebt habe und, und. Das könnte alles jetzt noch so sein. Und ich bin einfach ins Unbekannte gesprungen und es hat mir so viel Heilung gebracht. Ja. Das ist so schön. Vor allem, weil du auch sagst, du kommst dort langsam aus diesem Überlebensmodus raus. Ich finde, das ist auch was, was viele unterschätzen. Der schnellste Weg, unser Nervensystem zu regulieren, ist nicht Breathwork oder irgendwelche anderen, das ist sichere Koregulation. Und die hast du einfach in Ja. der Community. Ja, du bist einfach, Ja, voll. es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, Breathwork, all diese Techniken, Meditation, Yoga, das sind alles wunderschöne Techniken für die Selbstregulation. Aber der schnellste Weg ist sichere Koregulation, also andere Menschen, weil wir einfach soziale Wesen sind. Und gerade als alleinerziehende Mutter, ich merke es zumindest, und ich bin nicht alleinerziehend, aber ich fühle mich so viel, weil ich auch von zu Hause aus arbeite, so oft so einsam. Und deswegen ist dieses Calling auch woanders hinzugehen, in eine Community zu gehen, so größer als jemals zuvor. Und ich habe auch schon ganz oft gesagt, wäre ich alleinerziehend, wäre das für mich gar keine Frage, weil ich habe hier auch meine Familie nicht. Das ist bestimmt auch noch mal was anderes, wenn du noch so wie früher mit deiner Familie in einem Dorf wohnst oder in einem Haus, ganz andere Umstände, vielleicht auch viel schwieriger, das dann loszulassen. Aber für mich wäre dann so ganz klar, ich würde in eine Community gehen und ich würde dort oder mit anderen alleinerziehenden Müttern, aber irgendwie eine Community aufbauen, weil diese Einsamkeit einen, glaube ich, schon wirklich auch auffressen kann, ja. Und das führt einfach automatisch zu einem Überlebensmodus. Gerade komplett im ersten Lebensjahr meines Sohnes war ich so viel allein, weil wir das gebraucht haben. Und ich hatte ja auch einen Kaiserschnitt und ich habe lange gebraucht, um mich zu erholen. Und du weißt ja, wie das ist, dieses erste Jahr, man ist so sensibel und man braucht so viel Raum für alles. Und dann, ich mache alles allein. Das heißt, klar, meine Mutter war da, auch im Wochenbett, aber am Ende des Tages sind es doch nur ein paar Prozent. Auch wenn es enorm ist, was die Leute tun, ist es doch so wenig, ohne das jetzt nicht wertschätzen zu möchten, ja, ohne das nicht wertzuschätzen. War das jetzt korrekt? Ich habe echt Schwierigkeiten zu sprechen. Also ohne das nicht abzuwerten auch so, gell, sondern. Genau, Dankeschön. Genau, und es war bei mir auch so, ich habe mich so krass einsam gefühlt, weil Fakt ist, auch wenn ich meine Freunde und meinen Inner Circle in unmittelbarer Nähe hatte, die Leute leben ihr Leben weiter. Die machen ihre. Nicht so, dass du als Mutter dabei sein kannst. Die planen einfach ohne dich. Das ist denen scheißegal. Ich bin ganz ehrlich, das ist den Leuten scheißegal, dass du daheim sitzt mit deinem Kind. Die sagen nicht, okay, sollen wir vielleicht am Nachmittag um die und die Uhrzeit an den See gehen, dass du dabei sein kannst. Nein, das interessiert keine Sau. Du bist alleine zu Hause. Du kannst gucken, wo du bleibst. Es fragt keiner. Es ist einfach Fakt. Und ich habe das auch von anderen Mamas gehört. Und das, was du gesagt hast, ist so wunderschön mit dieser Koregulation, weil ich hatte zwar auch meine Family, aber wir stehen uns so nah, dass die mir keine Koregulation bieten können. Und ich habe wirklich Menschen gebraucht mit einem neuen Input, aus einer neuen Perspektive, ohne irgendwelche Vorgeschichten. Und es ist so schön hier zu sein, weil ich wirklich auch spüre, die Leute, also sie sorgen sich nicht um mich, weil mir geht's gut, aber sie kümmern sich und sie sehen und sind einfach da. Und ich kann. Für mich war das am Anfang, ich habe angefangen zu heulen, weil ich die Möglichkeit hatte, ohne mein Kind auf die Toilette zu gehen. Wir sind an den Punkt gekommen, ich werde das nie vergessen, wir sind an den Punkt gekommen, dass ich mich umdrehen konnte, ohne dass mein Kind anfängt zu weinen und ich ganz in Ruhe einfach auf die Toilette gehen konnte, weil es war eine Zeit lang so, dass ich ihn auf meinem Schoß hatte, weil er so an mir dran geklebt war, dass ich wirklich nicht mal diese 2 Minuten für mich hatte. Und an diesen Punkt zu kommen, das war für mich die Welt. Und dann habe ich gespürt, okay, krass, ich bin hier wirklich sicher, die Leute sehen mich und die Leute geben sich hier gerade so Mühe, um mich zu entlasten und ich hätte es niemals erwartet. Und
Es ist so schön. Ich fühle mich hier so einfach aufgefangen und jeder braucht es. Also wenn du in deinem Überlebensmodus steckst, dann ändere deine Umgebung. So wichtig. Hochwertige Koregulation. Ich habe so großen Respekt davor. Ich habe so großen Respekt vor dir und vor dem, was du sagst, weil ich habe einen Partner, der mit Sicherheit nicht perfekt ist, genauso wenig wie ich. Und wir haben unsere Raufereien. Aber ich habe trotzdem, wenn ich mir das so von anderen Frauen noch so anhöre, ich habe jemanden, der, ich könnte mir keinen besseren Vater vorstellen für mein Kind. Der ist so liebevoll mit, also ich habe sowas auch noch, also auch andere, die ihn sehen, sagen, sie haben sowas einfach noch nie gesehen, wie toll er auch mit dir umgeht. Und er nimmt sie mir einfach auch so viel ab. Jetzt gerade zum Beispiel, ich wollte abstillen in der Nacht, wo sie so ein Jahr, zweimal, also still sie noch, aber in der Nacht eben nicht mehr, weil es mir zu anstrengend wurde, weil sie teilweise nur genuckelt hat und ich kann währenddessen nicht schlafen. Und jetzt übernimmt er die Nächte komplett. So, also es ist halt so, es ist halt schon ein großer Unterschied. Deswegen habe ich so großen Respekt vor dir, weil du diese Möglichkeiten so wie nicht hast. Und es ist wirklich was anderes, ob man jetzt einen Partner hat, der dieses Kind auch mitgezeugt hat und mit großzieht, als wenn es jetzt die eigene Mutter ist oder die Schwester. Ist doch was anderes. Was ist einfach der Papa? Ja, Und genau. was ich dich fragen wollte, ist, auch für alle alleinerziehenden Mütter oder auch für Mütter, die sich einfach im Stich gelassen fühlen, die sich überfordert fühlen. Wie hast du das gemacht in Situationen, wo du wirklich das Gefühl hast, ich kann nicht mehr, wo du das Gefühl hast, du bist völlig dysreguliert? Wie hast du es geschafft, weiterzumachen und dran zu bleiben? Das ist echt, also ich spüre, wie emotional ich gerade werde, weil das wirklich tief sitzt. Und ich möchte ganz ehrlich sein, es gab Situationen, in denen ich meine Stimme erhoben habe. Es gab Situationen, wo ich so am Limit war, dass ich gesagt habe, es reicht mir jetzt, ich kann nicht mehr, schlaf jetzt endlich. Und jede Mutter hat diese Experience. Ich bin wirklich, ich bin sehr gut in Selbstregulation. Ich weiß, wie es geht und ich weiß, was zu tun ist. Aber vorab möchte ich sagen, ich hatte diese Situation und ich habe bitterlich geweint. Und was ich dann gemacht habe, also das ist nicht so oft passiert, aber es ist schon passiert. Und was ich dann gemacht habe, also ich gehe vor die Tür und atme. Weil ich schließe die Tür nicht, er sieht mich, er weiß, dass ich da bin, aber er weiß auch, und ich liebe meinen Sohn so sehr, unsere Connection, und das ist übrigens dieses Ding am Single-Mama-Dasein, unsere Connection ist richtig, richtig krass. Das heißt, egal wie alt er war, er wusste, ich brauche jetzt 3 Minuten. Und dann war Ruhe. Und dann bin ich vor die Tür gegangen und habe kurz geatmet, um auch in eine andere Energie zu gehen. Habe kurz geatmet, habe einfach ja geguckt, dass ich kurz einfach vergesse, dass nichts auf der Welt so wichtig ist wie mein Kind, dass ich nicht die Küche aufräumen muss, dass ich nicht arbeiten muss morgen, wenn es nicht sein muss, dass alles nebensächlich ist und ich nur kreiert habe, dass es eine Priorität ist, der ich nachgehen muss, weil ich habe mir Stress kreiert, manchmal. Und dann habe ich eben geatmet, bin wieder rein und habe weitergemacht und habe versucht, die Routine zu ändern. So, wenn ich gemerkt habe, okay, das, was ich gerade mache, das funktioniert nicht. So, jetzt. Das funktioniert nicht. Habe einfach angefangen, was zu verändern, auch für mich, weil wenn ich bei 3 Stunden auf dem Gymnasium sitze, und es funktioniert nicht, dann probiere ich halt was anderes. Und was ich auch getan habe, war, ich habe ins Kissen gebockt. Ja, ich habe ins Kissen geboxt. Also ich war dann mit ihm im Bett und es war wirklich stundenlang der gleiche Kram. Und ich habe ihn einfach nicht zum Schlafen gebracht, weil wir hatten ein sehr, sehr großes Thema mit dem Schlaf. Bis er 1 war, ganz großes Thema. Und ich habe dann, wenn ich wirklich angefangen habe zu weinen und so fertig war, ich habe dann ins Kissen reingeboxt. Und es Sehr hat mir wertvoll. wirklich geholfen. Sehr wertvoll, dass du das teilst. Ja, Diese das hat mir geholfen, weil. Ja. Entschuldigung, du Ja. hängst gerade ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Jetzt höre ich dich, glaube ich, wieder. Okay. Also.
Genau, weil es bringt mir nichts, in so einer Situation zu versuchen zu meditieren oder zu atmen oder irgendein abgefucktes Tapping zu machen. Es interessiert mich nicht. Ich muss wirklich, es ist so wichtig, die Wut, die in einem steckt, rauszulassen. Es ist so wichtig, diese Wut auszudrücken und damit nach draußen zu gehen, weil wenn wir das nicht machen, dann bleibt es in uns drin und ist es einfach ungesund. Und ich habe dann, ja, das waren so Sachen, die ich gemacht habe. Oder ich habe ja damals mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt. Ich werde bis an mein Lebensende in ihren Diensten stehen, weil ich bin dann manchmal zu ihr hin und habe ihr einfach das Kind in die Hand gedrückt und habe kurz auf dem Balkon geatmet oder Zucker gegessen oder irgendwas gemacht, was mir in der Sekunde halt gut getan hat. Aber ja, ich bin ausgerastet. Ich bin schon so ausgerastet, wo ich echt auch Sachen durch die Gegend geworfen habe. Also nicht in die Richtung von meinem Kind, gell, aber halt einfach geworfen, dass ich irgendwie die Energie transformieren kann. Hey, und dann habe ich immer gedacht, es geht vorbei. Eines Tages wird es nicht mehr so sein. Es geht vorbei. Er braucht mich gerade. Ich bin die einzige Person, die für ihn verantwortlich ist. Und er gibt sein Bestes. Ja. So Ja. schön, dass du das so ehrlich teilst und auch die ehrlichen Worte, die du sagst, ich finde das so hilfreich, weil es ist wirklich so wichtig, dass wir unser Nervensystem da abholen, wo es gerade steht. Also Ja, wir brauchen ja. halt nicht, wenn wir so im Fight sind, brauchen wir halt nicht anfangen, jetzt uns still hinsetzen zu wollen und zu atmen und ruhig zu atmen. Das ist völliger Nonsens. Und Ja. oder irgendein Box-Breathing zu machen, wenn wir einfach total in der Wut drin sind, dann ist es Ja, wirklich genau. Nervensystem da erstmal abzuholen und irgendwas zu tun. Und ich finde es so schön, dass du das so authentisch kannst, weil ich glaube, viele Eltern, Mütter, Väter haben die Angst, sie würden ihr Kind damit traumatisieren oder. Aber dabei geht es ja gar nicht darum, diese Wut am Kind auszulassen, sondern die Wut rauszulassen. Genau. Diese Emotion authentisch einfach Ja. auszudrücken in dem Moment und auch authentisch zu sagen, hey, das darf da sein. Ich bin gerade Ja. wütend, aber Ja. Voll. Ich das. habe da auch viel nachgedacht. Ich habe viel nachgedacht, weil es gab dann auch eben diese Momente, ich meine, ich will mein Kind nicht anschreien, so. Will ich nicht. Wird mir nie einfallen. Ich würde nie meine Wut auf mein Kind projizieren. Es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und ich habe dann echt auch so krass darunter gelitten, weil ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt habe ich den angeschrien. Scheiße, der hat jetzt ein Trauma, jetzt müssen wir daran arbeiten und so. Aber ich kann eine Sache sagen, und zwar, es ist so wichtig auch für Kinder, weil die kleinen Kinder lernen ja auch so viel über die Emotionen, wie wir sie ausdrücken, ne? Auch wenn wir in Richtung Babysprache gehen oder einfach so krass eskalieren, wenn wir diese kleinen süßen Wesen sehen. Und so ist es für mich aber genauso mit Wut oder Angst oder irgendwas. Und mein Sohn beobachtet mich einfach. Das heißt nicht, dass er eines Tages ein Choleriker wird, weil ich dreimal ausgeflippt bin, als er ein Baby war, sondern er sieht einfach, okay, diese Emotion existiert. Okay, und er prozessiert es dann. Also er hat auch nicht geweint, er hat einfach nur geguckt und mir dabei zugeschaut. Und ich mache das zum Beispiel auch so, wenn ich weinen muss, dann verstecke ich das nicht vor ihm. Ja. Weil er sonst denkt, es ist ihm nicht erlaubt, seine Gefühle auszudrücken. Es kann passieren. Und ich zeige ihm das immer, wenn ich traurig bin oder wenn ich gerade keine Kraft habe. Und ich erkläre ihm das dann immer. Also das ist übrigens auch was, was ich mache. Ich kommuniziere mit ihm, weil er versteht die Frequenz meiner Worte. Ich meine, jetzt versteht er auch meine Worte, aber damals, er versteht ja die Frequenz. Und ich habe dann eben auch zu seiner Seele gesprochen und habe gesagt, okay, schau mal, die Wut, die ich gerade empfinde, das hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Du bist so wertvoll und ich bin gerade einfach überfordert in meiner Rolle, die ich spiele, aber ich liebe dich so sehr und alles ist gut und ich brauche gerade einfach nur Raum, um mich selbst auszudrücken. Und das hat uns extrem geholfen. Und genau, also ich mache das immer noch so, wenn ich zum Beispiel weinen muss oder wenn ich wütend bin wegen irgendwas, dann erkläre ich ihm das einfach. Und dann sieht er das auch, wenn ich ins Kissen boxe, weil er einfach dadurch versteht, ah, okay, sie ist wütend. Okay, dann prozessiert sie es halt so und so. Und für mich persönlich, das ist einfach nur eine Theorie, die ich habe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob ich in der Form die beste Mutter bin, die ich sein kann oder ob ihm das helfen wird. Aber für mich jetzt gerade macht es halt einfach Sinn. Ich finde es Ja. ganz, ganz
wichtig, weil, also gerade so, du hast gesagt, er wird dadurch kein Choleriker. Ein Choleriker wird man ja viel dadurch, dass Eltern zwar einen anbrüllen, aber halt in dem Moment, wo sie dich anbrüllen, sprechen sie dir deine eigenen Gefühle ab. Also es ist so, du hast kein, also es ist so, wenn du mit der, wie soll ich das erklären, du kannst mit dieser Wut von deinem Kind gerade nicht umgehen beispielsweise, fängst dann an, deswegen selber zu schreien und vielleicht auch zu schlagen. Und in deiner Wut nimmst du versuchst du deinem Kind die Wut zu nehmen, weil du es nicht aushalten kannst. Und daraus wird ein Choleriker, weil ein Choleriker ja dem gar kein Raum gegeben werden konnte, dieser Wut, deswegen alles so überbrodelt. Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen, ich gebe meiner Emotion als Elternteil, als Mutter, als Vater einen Raum und ich schlage ins Kissen und ich werde lauter oder ich fange an zu weinen, aber ich spreche währenddessen meinem Kind die eigenen Emotionen nicht ab. So, sondern sag so, ich bin gerade, ich bleibe bei mir, ich bin gerade überfordert, ich würde dir gerade so gerne helfen, aber so, das ist, weil bei mir, also ich kenne es selber und das sind, ich weiß nicht mal, ob es meine Stimmen sind oder ob das die Stimmen aus meiner Vergangenheit sind. Ja, also so, ich merke, wenn es gibt auch bei uns diese Situation, wo sie richtig brüllt, gerade beim Abstillen in der Nacht war das ein Thema. Da hat sie 2 Stunden hat sie gebrüllt. Überall im Internet steht, maximal nach 20 Minuten beruhigen sie sich, ja. Da war nichts, das ging 2 Stunden und da hatte ich Vorstellungen, was mit meinem Kind gerade gern machen würde. Die waren ganz dämonisch und dunkel, aber ich gebe denen natürlich, also ich gebe denen Raum in meinem Kopf und verurteile mich dafür nicht, aber ich würde danach nicht handeln, sondern gehe dann einfach, entferne mich dann und versuche irgendwie, ich habe den Raum, mich zu entfernen, weil ich habe einen Partner, also, und kann mich dann entfernen und kann den dann irgendwie anders entgegenwirken, dass ich eben nicht danach handeln muss. Und es ist halt, ich finde es sehr, sehr wertvoll, was du da teilst. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Message für Eltern. Oder auch zum Beispiel, als unser Hund gestorben ist, da war bei uns so viel Trauer da. Und wir haben es nicht zurückgehalten vor unserer Tochter. Wir haben 3 oder 4 Tage lang nur geweint. Und sicher, und ich weiß, jetzt schreien viele auf und sagen, oh, das Kind bezieht das auf sich und sowas. Aber wir haben ihr, und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Kind das auch versteht, auch wenn es den Wortgehalt vielleicht nicht greifen kann, aber einfach die Energie dahinter. Wir haben immer gesagt, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist einfach, Regina ist tot, wir sind wahnsinnig traurig darüber und so. Weil ich das auch vor meinem Kind so nicht zurückhalten werde. Aber ich werde natürlich darauf achten, dass mein Kind versteht, dass das mit ihr nichts zu tun hat. Ja, genau. Meine Genau. Emotionen. Ja, voll. Also für mich ist es auch super wichtig, weil meine Mama zum Beispiel, ich habe meine Mama ein einziges Mal im Leben weinen sehen und da war ich schon Mitte 20. Und ich habe das dann reflektiert im Nachhinein, wie oft ich mir das nicht erlaubt habe zu weinen vor anderen Leuten, weil ich einfach dachte, nee, das kann ich jetzt hier nicht bringen. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Und also ja, ich freue mich einfach so für jede Mama, die ihr Kind abgeben kann für ein paar Minuten, weil ich konnte es oft nicht. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich weiß nicht, wie ich das gehalten habe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo bin ich schon zugrunde gegangen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also Single Mama sein ist für mich schon meistens, ist es super easy und so, aber gerade die Anfangsmonate und die Jungs haben ja oft mehr Probleme mit Blähungen, wenn sich das im Darm, die Bakterien bilden und alles. Und mein Sohn hat 7 Stunden am Stück geschrien. Nicht geweint, geschrien, 7 Stunden. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe irgendwann, irgendein Teil von mir ist mit Sicherheit zugrunde gegangen, aber ich bin dadurch auch stärker geworden. Teile dissoziieren, glaube ich, immer, wenn das Kind so ausflippt und sich nicht mehr, also dann, ich merke auch, also es gibt Teile von meiner Seele, die dissoziieren einfach, die spalten sich einfach ab, um in diesem Moment funktionieren zu können. Ja, aber das ist auch okay. Und ich So. habe es viel kompensiert mit Zucker. Und das höre ich aber auch von vielen anderen Mamas, weil ja auch durch den Schlafmangel und alles. Ich habe extrem viel Zucker gegessen und es hat mir geholfen. Jetzt bin ich gerade wieder am Detoxen, aber es war halt einfach, wie es war, oder? Also ist halt so, ja. Ja, und ich finde auch so wichtig, dass man sich selbst gegenüber dann einfach wertfrei ist. Also einfach sich für diese Regulationsmechanismen, die man dann sich halt auch sucht und wenn es Zucker ist, nicht dann auch noch bestraft und sich fertig macht im Kopf, sondern einfach sagt, hey, so das war halt mein Coping-Mechanismus.
Mir hilft es manchmal in solchen Situationen extrem, weil man ist ja dann so auch in seinem eigenen Schmerz gefangen, mich dann immer wieder daran zu erinnern, okay, meine Tochter ist gerade auch im Schmerz. Meine Tochter kann gerade eben, wie du gesagt hast, sie kann gerade auch nicht anders. Und wenn ich jetzt zuschlagen würde oder wenn ich jetzt losbrüllen würde, sie anbrüllen würde, dann würde sie sich nur noch mehr, also es hilft halt niemanden von uns. Ja, Ja, genau. und das hilft mir sehr. Und natürlich kommt, also es gibt diese Low-Parenting-Momente und das ist ganz wichtig, dass das weiß, dass die hat jeder so, wo einfach man eben, wo eine Stimme mal lauter wird. Also bei mir ist das dann halt schon so, die Grenze ist dann, wenn ich so wirklich mal sage, so, jetzt ist aber gut, dann denke ich mir dann schon so, okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, aber es ist so, diese Momente gibt es. Ja. Ja, die gibt's, genau, die gibt's. Und Reparatur ist, glaube ich, auch viel wichtiger im Nachhinein, als immer alles perfekt zu machen. Weil es gibt Ja, perfekt nicht dann. ja. Und also mein Sohn erfährt dadurch ja auch einfach, welche Emotionen es gibt. Weil Wut ist ja existent. Ja. Es ist etwas, was da ist, so. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dich selbst zu vergeben für diese Momente, weil für mich war das dann so schlimm, dass mir das passiert ist, dass ich mein eigenes Kind angeschrien habe. Es war so schlimm und ich konnte nicht mehr und ich habe nur noch geweint, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist fertig, jetzt ist er traumatisiert. Aber es macht halt einfach keinen Sinn und ich habe mir dafür vergeben und auch eines Tages, wenn mein Sohn irgendwelche Fragen hat, weiß ich halt, wie ich sie ihm beantworten kann. Und auch ich jetzt, dadurch, dass ich selbst Mama geworden bin, verstehe so gut meine Mama. Und ja, ich glaube, es geht einfach um die Grundeinstellung, um die Empathie und um diesen bewussten Umgang mit den Kindern, und sich selbst da einfach zu vertrauen, auch, dass man das Richtige tut. Ja, Ja. ja. Und auch immer aus bestem Wissen und Gewissen. Ja, also wir handeln, wir können es manchmal halt einfach auch nicht besser. Und ich finde es auch, ich habe letztens in so einem Podcast was ganz, ganz Wertvolles gehört und da ging es nochmal darum, dass wenn die Kinder das dann verstehen und du mit ihnen reden kannst, dass es so wertvoll ist, sich danach mit ihnen nochmal hinzusetzen, das vielleicht nochmal zu erklären, sich auch zu entschuldigen, Ja, diese genau. Verzeihung, dieses um Verzeihung beten. Diese Vergebung, das kreiert ganz, ganz viel Verbindung nochmal zwischen dir und Ja. deinem Kind. Wohingegen, wenn dir das schwerfällt, wenn du dich weigerst, ich kenne das viel von meiner Geschichte, dass dann wochenlang im Raum stand und meiner Mama ist es ganz, ganz schwer gefallen, sich zu entschuldigen. Jetzt ist das anders, aber als wo ich Kind war, wo ich jugendlich war, habe ich das nie erlebt. Und das sind so Momente, die kreieren noch viel mehr Distanz. Und in dem Ja. Moment, wo man aber repariert, wo man versucht zu reparieren, kann man einfach ganz, ganz viel Verbindung schaffen. Und das hat aber auch ganz viel damit zu tun, sich halt eingestehen zu können, ich bin Mensch, ich mache Fehler. Und ich habe auch mal gelesen, und das fand ich so wundervoll, es ist, was stand da? Es stand, warum du keine gute Mutter sein, also warum es nicht sinnvoll ist, eine gute Mutter sein zu wollen. Und das ist einfach verwirrend. Und dann geht es aber genau darum, dass wenn es dir so wichtig ist, eine gute Mutter zu sein, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, Fehler einzugestehen, die du gemacht hast, weil das halt nicht in das Bild einer guten Mutter passt. Ja, Und genau, es ist viel, ja. viel wichtiger, eine Mutter zu sein, die Verbindung zu ihrem Kind sucht, weil diese Mutter wird auch später mal, wenn das Kind sagt, hey, das und das hat mich in meiner Kindheit verletzt, das hast du nicht richtig gemacht, das war für mich traumatisch, dann bist du nicht in der Position, wo du das absprichst, weil es nicht in dein Bild einer guten Mutter passt, sondern dann bist du in der Position, wo du sagen kannst, wo du dein Kind sehen kannst, wo du dem Raum geben kannst, wo du damit sein kannst und dich auch eben um Verzeihung beten kannst, um Entschuldigung bitten kannst. Das kreiert Verbindung und deswegen ist es viel wichtiger, eine Mutter zu sein, die Verbindung sucht zu ihrem Kind, Ja. als einfach eine gute Mutter zu sein. Ja, genau. Ja, voll. Voll. Alles gesagt. Wunderschön. Wow. Richtig schön. Ja. Ja. Ja, dann ich hätte doch noch vielleicht, was die Zuhörer auch noch interessiert, zum Abschluss eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du Müttern, ob alleinerziehend oder nicht, aber was würdest du Müttern oder auch Eltern raten, die sagen, hey, wir wollen gerne auswandern oder Ja. wir wollen gerne woanders hin, wie, und die aber finanziell einfach auch nicht wirklich die Sicherheit haben, wie kann man Ja. es
vier Step sich dieses Leben kreieren? Also, first of all, die Ängste vor der Sprache eliminieren. Ich glaube, das ist nämlich die größte Hürde bei vielen, weil die sich dann denken, wie soll ich denn im Ausland einen Job finden? Und jetzt hier zum Beispiel, wir sprechen alle Englisch miteinander. Hier sind auch echt einige Portugiesen, aber wir sprechen alle Englisch. Und ich, also auch die Arbeit, die ich jetzt machen werde und gerade schon mache, ich mache alles auf Englisch und das ist okay. Und ich kann halt nur sagen, man wächst so schnell da rein. Ich werde dann jetzt eh auch anfangen, Portugiesisch zu lernen, weil ich es mir für meinen Sohn wünsche, weil er halb Brasilianer ist und er einfach den Zugang haben soll. Also es ist eh mein Ziel. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, diese Hürde vor der Sprache wegzunehmen. Weil wenn du es willst, dann wirst du es schaffen. Du wirst den perfekten Job für dich finden. Und dann geht es halt einfach darum, es anständig durchzuplanen. Weil ich bin ein Strukturmensch. Das heißt, ich bin tatsächlich mit sehr wenig Struktur hierher gekommen. Aber ich habe ja die Sicherheit meiner Selbstständigkeit, ne? Ich kann immer wieder da reingehen und Geld dadurch kreieren. So für mich war es kein Problem und ich weiß, ich kriege auch bald einen fünfstelligen, also der Vater meines Kindes schuldet halt, mittlerweile schuldet er mir fast einen fünfstelligen Betrag, so. Und das Geld wird kommen, weil er muss, Punkt, aus Ende. Und ich bin da ganz entspannt, weil ich halt ins Leben vertraue, das ist so das Zweite, einfach ins Leben zu vertrauen und aber auch diese Grundlage zu schaffen und zu sagen, okay, wir gehen in diese und diese Stadt und nicht erst nach den Sicherheiten zu suchen, wenn man dort ist, sondern vorher zu gucken, okay, wo möchte ich sein, was möchte ich machen, Bewerbungen rauszuschicken und Schritt für Schritt einfach diese Entscheidungen zu treffen. Weil zum Beispiel ich funktioniere so, ich habe dann meine Wohnung gekündigt, weil dann wusste ich, okay, innerhalb von 4 Wochen habe ich einen Plan gemacht, so. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich es am besten machen? Und hier in der Community war es halt für mich sehr relativ günstig, hier zu leben für den Anfang. Und dann haben sich aber alle Möglichkeiten einfach ergeben. Auf einmal, ich habe dann gesehen, dass die Website von der Community hier ist wirklich, also war wirklich ganz grottenschlecht. Und dann habe ich gesagt, Leute, geht so nicht. Und dann hab ich mir quasi meinen Job selbst besorgt, weil das ist das, was ich auch gelernt habe, diese ganzen technischen Sachen. Dann hat sich auf einmal ergeben, dass ich hier Offline-Zeremonien halten werde. Dann haben Leute nach dem Kakao gefragt, haben Kakao gekauft und Yoni-Eggs und dies und das. Fragen nach Sessions mit mir. Also es kommt einfach so ins Rollen und jetzt heute kriege ich ein Jobangebot. Und das ist halt aber auch einfach diese Mischung aus, ich bin in der Matrix und ich bin connected mit meinem Spirit. Wenn du da die Balance hast, es wird einfach funktionieren so. Und wenn es halt nicht der erste Ort wird, dann wird es vielleicht der dritte. Ja, dass man auch einfach geduldig ist, weil das ist nicht von heute auf morgen erschaffen, dieses neue Leben. Ich bin immer noch im Prozess. Ich bin Ende April, ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe meine Sachen in Deutschland zurückgelassen, ich bin hergekommen mit einem fucking Koffer und einem Reiserucksack und mit meinem Kind. Ich habe gar nichts hier. Ich habe niemanden hier gekannt und ich bin jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin jetzt in einer Beziehung und mein Leben strukturiert sich gerade so krass um, dass ich mir auch einfach die Zeit nehmen darf und das darf auch einfach mal 1, 2 Jahre dauern, bis man angekommen ist und gib nicht gleich auf. Ja. Ich freue mich so sehr für dich, auch dass du jetzt eine Beziehung Danke. gefunden hast. Ich finde es so schön, Ja. was du sagst, weil ich finde es auch, ich glaube, was auch wichtig ist, viele Leute sagen dann auch so, ja, aber was, wenn dir dann dort nicht gefällt? Ja, dann gehst du halt woanders hin. Oder Habe wenn ich es auch gesagt. doch gar nicht für dich passt, dann gehst du wieder zurück. Es ist Ja, ja nicht ja. so, also Leute, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen oder ich tendiere, ich schließe mal von mir auf andere, aber ich habe viel dazu tendiert, immer zu denken, so, ja, man muss so eine Entscheidung treffen und das ist dann für dein Leben. Aber so ist es gar nicht. Du kannst ja jederzeit Dinge wieder ändern und Umstände ändern und dann sagst du halt, okay, Ja. hier in Portugal gefällt es mir nicht, dann gucke ich mal, wie es in Spanien ist. Und oder ich merke, ich bin in Deutschland zu Hause, dann geht man halt wieder zurück. Also man Ja. ist halt auch so, du hast nicht versagt, nur weil du Erfahrungen gemacht hast, die, wo du sagst, okay. Ich finde jede Erfahrung wertvoll, aber nur weil es irgendwie nicht so gekommen ist, wie du das halt dir vorgestellt hast. Das bedeutet ja Ja. nicht, dass du es gesagt hast, sondern das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Lektion, glaube ich. Gerade auch, was das Ja. Auswandern betrifft. Ja. Und Step by Step, wie du sagst. Und dann gab es noch was ganz anderes Schönes, was du gesagt hattest. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war.
Ja, eben das mit der Sprache ist, glaube ich, auch sowas. Wenn du was möchtest, selbst wenn du gerade gar keine andere Sprache sprechen kannst, es gibt so viele Möglichkeiten, eine zu lernen. Und es gibt immer Menschen, die es tun, egal in welchem Ja, Alter. meine beste Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, kommt ursprünglich aus Frankreich und sie hatte diesen Call, nach Deutschland zu gehen. Und sie ist einfach gegangen. Und dann war es auch wieder so, dass sich, sie war erst an einem einen Ort zum Arbeiten, aber irgendwas hat nicht gepasst, glaube ich. Und dann ist das Leben passiert und sie hat dann die Praxis gefunden, in der sie jetzt ist. Und alles ist einfach, alles hat sich nacheinander ergeben und sie konnte kein Wort Deutsch. Und heute, sie spricht eigentlich fast perfekt und hat innerhalb von 2, 3 Jahren die Sprache auf einem richtig, wirklich extrem guten Level gelernt. Und wenn man halt einfach diesem Herzensruf folgt und sich wegbewegt von der Sicherheit, dann alles wird seinen Platz finden. Und auch ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich es hier nicht fühle, vielleicht gehe ich dann nach Spanien oder nach Griechenland oder so. Also ich war auch in dem Mut und ich habe mir dann auch gedacht, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, meine Familie und Freunde können denken, was sie wollen, es interessiert mich nicht. Es war eine Experience, Haken dran, ciao, Ja. next. Und so wichtig, dass du Genau. es gemacht hast, weil am Ende deines Lebens wirst du wahrscheinlich nicht die Dinge bereuen, die du getan hast, sondern die du nicht getan hast. Ja. Und Ja. das, was du gesagt hast mit dem Herzensruf, ich bin so fest der Überzeugung, dass wenn du so ein Soul Calling hast, also wenn deine Seele nach etwas ruft, wenn du so einen ganz tiefen inneren Ruf verspürst, dass bei mir zum Beispiel, dass ich am Ja. Strand leben möchte, am Meer leben, Hm. dann ist es meistens so, weil das deine Bestimmung ist, also weil das irgendwie auf dein Seelenplan ist. Du fühlst dieses Calling in dir nicht umsonst, ja. Und Genau. das ist, glaube ich, sowas, wenn du dem dann folgst, dann ergeben sich Dinge, weil das einfach dein Weg ist. Da liegen dann keine Steine mehr, weil das einfach der Weg ist, der für dich gemacht ist. Das ist wunderschön gesagt. Da liegen einfach keine Steine mehr. Ja. Perfekt. Wow. Ich glaube, das war ein richtig schönes Schlusswort. Richtig schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für diese ganzen inspirierenden Worte und deine Geschichte, die du hier mit uns teilst und all diesen Zuhörern und Zuschauern. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen daraus was mitnehmen können für ihr eigenes Leben. War sehr, sehr Von schön. Herzen gerne. Ja, Sehr, sehr von inspirierend. Herzen gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass, ja, dass einfach die ein oder andere Person Inspiration finden konnte durch whatever, das Mutterdasein oder diese Geschichten mit ins Ausland gehen. Ja, Ja, mit Sicherheit. Vielen genau. Dank.